Meghan Markle und ihr schwieriger Vater? Welche Lektion hat dieses königliche Chaos für uns andere? Was für ein königliches Durcheinander. Es gibt vielleicht keine hellere Blendung durch ein Rampenlicht auf der Erde als das, was die britische Königsfamilie umgibt. Unsere Vorväter waren klug genug, um sich von einem Land zu lösen, in dem sich viele Leute befanden und es ihnen erlaubte, alles Land, Geld und die Macht zu haben, die sie wollten, ohne dafür arbeiten zu müssen. Wir blieben bis zu den Kardashians frei von so etwas. Die Frage lautet also, welche Lektion hat Meghan Markle mit ihrem Vater für den Rest von uns zu tun? Falls ihre Mutter ihre Social-Media-Konten wegen Fehlverhaltens gesperrt hat, müssen sie wissen, dass Timothy Markle der Vater der Herzogin von Sussex, Meghan Markle, ist. Er vermisste ihre Hochzeit aus gesundheitlichen Gründen und wurde beschuldigt, ein Fotoshooting mit Paparazzi gemacht zu haben, sehr zur Bestürzung der Royals. So schrieb Meghan einen Brief an ihren Vater und bat darum, dass er aufhöre, sich öffentlich zu benehmen. Diesem Schreiben folgte natürlich ein weiteres öffentliches Fehlverhalten des Vaters in der Form, ihren privaten Brief öffentlich zu machen. Die erste Lektion, die wir aus dieser unglücklichen Situation ziehen können, ist, dass, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre privaten Briefe an Ihren Vater in den Nachrichten und sozialen Medien überall auf der Welt verbreitet werden, kein britischer Prinz heiraten wird. Wäre Meghan Single gewesen, hätten wir nie von ihrem Vater gehört. Das ist die erste Lektion, heirate niemals einen Royal, denn dann wird dein Leben zu einem königlichen Schmerz. Ernsthafter ist die Frage, was mit einem Elternteil zu tun ist, das schwer zu verstehen ist, mit dem Mann auskommt oder sogar mit ihm zusammenlebt. Ich möchte daher einige Vorschläge unterbreiten, die auf meinen eigenen hart erarbeiteten Lebenserfahrungen beruhen. Deren Details nur für die Welt von Bedeutung wären, wenn ich Prinz Harrys imaginäre jüngere Schwester geheiratet hätte. Erkennen Sie zunächst, dass Ihre Eltern nichts haben, was sie brauchen. Die meisten von uns sind Betrüger in dem Sinne, dass wir uns dazu bringen, zu glauben, dass unsere Lebenswünsche tatsächlich Bedürfnisse sind. Was brauchen wir wirklich? Genug Geld und Essen für den Tag. Warme Kleidung. Unsere Miete oder Hypothek haben wir für den Monat bezahlt, so dass wir irgendwo schlafen können. Ein Bett. Vielleicht ein spirituelles Leben. Das sind die Notwendigkeiten. Alles andere ist ein Wunsch oder etwas, das sich gut anhört. Wir denken, dass wir als Erwachsene die Liebe, den Respekt oder das gute Verhalten unserer Eltern brauchen. In der Realität könnten wir diese Dinge gerne haben, brauchen sie aber nicht.
Wir können ohne sie gut auskommen. Das Problem entsteht, wenn wir uns zu dem Glauben bekennen, dass wir nicht glücklich sein können, wenn wir nicht diese Liebe haben und zu unseren Bedingungen haben. Das ist also wirklich der erste Vorschlag. Erkennen Sie, dass Ihre Eltern nichts haben, was Sie brauchen und dass Sie vollkommen glücklich sein können, egal, was Sie tun. Zweitens, erkennen Sie, dass Ihre Eltern mit den Tools, die Sie haben, das Beste tun, was Sie können. Kein Elternteil ist jemals aufgewacht und hat gesagt: Ich frage mich, wie ich heute das kleine Johnnys Leben ruinieren kann. Menschen verletzen. Menschen verletzen. Wenn Sie also ein Elternteil haben, das in einem unglücklichen Zuhause aufgewachsen ist, einem Zuhause mitsucht. Einem kaputten Zuhause oder keinem Zuhause, können Sie nicht wirklich erwarten, dass diese Person weiß, wie man ein großartiges Elternteil ist. Alle Eltern, einschließlich der Eltern meiner Kinder, meine Frau und ich, tun das Beste, was sie zu jedem gegebenen Zeitpunkt tun können, basierend auf den Tools. Erfahrungen und Kenntnissen, die sie haben. Wenn die Eltern es besser wüssten, würde ich es besser machen. Niemand ist vollkommen. Es ist also an der Zeit, nicht mehr zu erwarten, dass unsere Eltern gute Eltern sind. Sie haben und tun das Beste, was sie konnten, und das muss gut genug sein. Hören Sie als nächstes auf, zu versuchen, einen gestörten Elternteil zu ändern, zu verbessern oder auf andere Weise zu helfen. Wenn Meghan Markle diesen Brief nie geschrieben hätte, wäre er niemals an die Öffentlichkeit gegangen. Natürlich können uns unsere Eltern in Verlegenheit bringen. Das passiert nicht nur für Royals. Aber das Problem entsteht, wenn wir denken, dass wir das Verhalten unserer Eltern irgendwie ändern oder verbessern können, meistens, um uns wohler zu fühlen. So funktioniert die Welt einfach nicht. Die Eltern werden so sein, wie sie sind, und tun, was sie tun, und 9 von 10 Mal hören sie nicht auf die Forderungen ihrer Kinder, dass sie es besser machen oder besser sind. Es kommt alles auf Akzeptanz an, was nicht bedeutet, eine Situation zu mögen. Es bedeutet nur, in der Realität davon zu leben. In einer perfekten Welt wäre Mr. Markle bei der königlichen Hochzeit aufgetaucht, hätte angemessen mitgemacht, für Fotos gelächelt, ohne Paparazzi, und dann nach Hause geflogen. Ende der Geschichte. Die Tatsache, dass er das nicht getan hat, ist unglücklich für Meghan und den Rest ihrer Familie, sowohl neu als auch erworben, aber es ist nicht das Ende der Welt. Solche Dinge sind nur so wichtig, wie wir sie uns ausmachen. Aber die Idee, zu hoffen, das Verhalten eines Elternteils zu ändern oder zu verbessern. Insbesondere wenn unser eigentliches Ziel darin besteht, uns selbst etwas mehr Komfort zu bieten, ist eine Mission, die zum Scheitern verurteilt ist.
Der abschließende Vorschlag: Hört auf, Probleme mit Sauerstoff zu geben. Probleme sind wie Feuer, wenn sie keinen Sauerstoff bekommen, verbrennen sie sich selbst. In dem Maße, in dem Megan oder irgendjemand von uns auf das Verhalten einer geliebten Person achtet, sei es ein Elternteil oder eine andere Person, wird die Geschichte so lange dauern. Es gibt Berichte, dass Königin Elisabeth selbst über die Situation verärgert ist. Nun, wenn es keinen Brief und einen Versuch gegeben hätte, das Verhalten des Vaters und den gesamten umgebenden Sauerstoff, den die Geschichte gegeben hat, zu ändern, hätte Königin Elisabeth alles tun können, was sie den ganzen Tag tut, was natürlich für alle ein Rätsel ist. Ich bin froh, dass ich in den USA lebe, wo wir nur die Kardashians haben, und wir müssen sie nicht mit unseren Steuergeldern unterstützen. Im Gegensatz zu unseren armen, wohlhabenden Cousins über dem Atlantik, die für Extravagante am Haken sind, Lebensstile ihrer königlichen Familie. Ich würde sie persönlich aus Großbritannien herausziehen und ihnen ein paar Villen in Südfrankreich besorgen, den Buckingham Palace in ein Airbnb verwandeln und die riesigen Gärten dahinter in einen öffentlichen Park. Niemand wird meine Vorschläge in diesem Bereich annehmen. Ich hoffe jedoch, dass jeder, der mit dem Verhalten eines Elternteils zu kämpfen hat, meine ernsthaften Vorschläge ernst nimmt. Es gibt keine sich ändernden Menschen, und wir können nicht einmal Menschen helfen, mit denen wir emotional verbunden sind. Lassen Sie sie sein, hören Sie auf, Dinge von Menschen zu erwarten, die diese Dinge nicht bieten können, und erkennen Sie, dass wir ein glückliches und produktives Leben führen können, unabhängig davon, was andere, auch nahe Verwandte, tun oder sagen.